Den 11.01.2019 ist heute. Freitag ist auch Fischtag. So gab es heute ein köstliches Fischgericht vom Seelachs. Angefangen habe ich mit einer Viertel Zwiebel, eine Knoblauchzehe und eine dünne Ingwerscheibe, die ich geschält und sehr fein gewürfelt habe. Diese Sachen wurden in Butter angeschwitzt und danach mit Sahne abgelöscht. Ein Päckchen TK-Spinat, da es zurzeit keinen frischen Blattspinat gibt, habe ich zerkleinert und in einem Kochtopf aufgetaut, zum Kochen gebracht und die Zwiebel-Sahne-Reduktion eingerührt. Nochmals einen Schuss Sahne dazu und mit frischer Muskatnuss, Pfeffer und Salz nachgewürzt. Etwas Weizenstärke mit kaltem Wasser angerührt und den fertigen Spinat abgebunden. Zuvor habe ich aber Kartoffeln geschält und im Salzwasser gegart, danach abgeschüttet und eine gute Flocke Butter untergemengt. Jetzt habe ich Butter in einer Pfanne erhitzt und die TK-Fischstäbchen vorsichtig knusprig und goldbraun gebraten. In einer zweiten Pfanne habe ich den Boden eingebuttert und in der kalten Pfanne drei Eier vorsichtig aufgeschlagen. Dann wurde die Herdplatte eingeschaltet, die Dotter vorsichtig in Position geschoben und langsam ausgebraten. Danach noch mit Salz und Pfeffer abgewürzt. Es wurden dann Spiegeleier auf Rahmspinat, Buttersalzkartoffeln und knusprige Fischstäbchen serviert.